Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Ich wollte schon Evolved sagen, aber das ist kein Evolved. Und heute wollten wir Rache nehmen, ne? Und dafür gehen wir natürlich zurück zur Straße. Wir dürfen unser Messer leider nicht einsetzen, sonst breche ich mir wieder den Arm. Das wollen wir ja nicht. Okay, hier liegt einfach eine Tasche rum und mein Inventar ist voll. Ich muss zu meinem Equipment und die Pfeile da reinstecken. So. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Wir werden nämlich die Ressourcen, die wir haben. Oh. Ist schon voll. Naja, dann, dachte ich, zumindest hätte ich hier einen Platz frei oder so. Das ist jetzt ein bisschen kacke, ne? Dann, hier. Packen wir 50 Bögen ein. Hier kommen die packen wir auch noch rein. So. Okay. Jetzt nehmen wir Rache. Dann gucken wir mal. Ich bin ja gespannt. Audio habe ich auch, sehr schön. Ich habe nämlich vorhin VR gespielt und da habe ich das Audio-Ding ins Kirchensong gestellt. Ist ein bisschen kompliziert momentan. Ich muss das erstmal alles noch ein bisschen sortieren in meinem Kopf, wie das Ganze funktioniert. So, wenn wir schon mal hier sind, sammeln wir doch hier ein, zwei Sachen ein. Was ist okay? Babysachen? Gronkh würde jetzt bestimmt schon anfangen zu heulen, weil er denkt, da war ein Baby drin. Aber ich bin ja nicht Gronkh. Dreckiges Baby hat's verdient. Nein. So schlimm ist es auch nicht. Dann guck mal, wer da läuft. Bist du alleine hier? Oder hast du Freunde? Er hat Freunde. Vielleicht ist jetzt dieses Dingenskirchens besetzt, was wir da gesehen haben. Das kann sein. Vielleicht lungern die deswegen hier rum. Wir hatten ja schon ihren Bereich hier gesehen, aber da war niemand. Vielleicht ist da jetzt so eine fette Siedlung drin oder so. Das wär's. Aber schleichen wir uns erstmal an. Hoffen, dass wir nicht erwischt werden, weil das wäre echt ein bisschen kacke. Okay, musst du nur kurz erinnern, wie man zielt. Was liegt denn da? Munition, die ich nicht aufsammeln kann. Cool. Sag mal, laufen die weg? Lauf doch nicht weg! Oh, die wollen mich jetzt besuchen kommen, oder was? Lauf doch nicht weg! Was ist denn los mit euch? Ist jetzt hier irgendwas? Glaub nicht. Guck mal, die laufen zu mir nach Hause, die Schweine! Guckt's euch an! Hä? Verschwunden. Einfach so. Seid ihr wieder zurück? Ihr wollt mich doch verarschen oder so, ne? Ey, wenn die jetzt bei mir zu Hause sind, dann gibt's aber Ärger. Ey, da gibt's dann Ärger. Ich will die einfach weggehen. Ich will die sich einfach denken, nö. Den Scheiß machen wir nicht mit. Nicht schon wieder dieser Spasti. Was will der bei uns? Wir gehen lieber in den Tod. Ja, so viel dazu. Na gut, fahren wir zurück. Wir haben Loot, sehr viel Loot am Start. So. Unsere Sachen haben wir zurückbekommen. Wunderschön. Die Leute sind verschwunden, seltsamerweise. Aber hey, ist ja alles noch Early Access, ne? Man soll ja nicht zu viel erwarten. So. Dann bin ich mal gespannt, ob die jetzt bei mir zu Hause rumlungern, weil die sind in die Richtung gegangen, ne? Wer weiß, wer weiß. So fahre ich jetzt richtig? Ja, da hinten ist mein Zuhause. Nur nicht irgendwo gegenfahren, Zero. Du darfst alles machen, nur nicht irgendwo gegenfahren. Du hast nicht unendlich Autoteile. Ach du Scheiße, hier wird es langsam eng. Na?
Wolltest du mich abholen vom Auto? Das ist ja nett von dir. Oder willst du langsam arbeiten gehen? Habe ich nicht gesagt, ihr sollt Holz machen? Der ist schon fertig. Ist ja unglaublich. So, irgendwelche Gegner hier? Nein? Seltsam. Nur ein umgekipptes Auto. Sehr merkwürdigerweise. Na gut. Bist du gefixt? Nö. Ja, ich muss mir vielleicht ein neues Zuhause nehmen. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir werden erstmal das machen, was ich am wenigsten mag. Alles hier hinwerfen. Sortieren kann ich auch später noch. Ich sortiere das einfach nach der Folge hier ein und dann ist gut. Also, ihr müsst hier bei dem ganzen Scheiß nicht dabei sein, wenn ich das sortiere. Das sind so Dinge, die würde ich mir in dem Let's Play auch nicht angucken. Wieder irgend so ein Hoshi, der keine Ahnung hat, wie man spielt, irgendwelche Dinge einräumt und daran nicht mal wirklich gut ist. Ja, das behalte ich. Sagte er und warf es weg. Werfen wir das mal hier in die Ecke. Da kann ich mal ganz entspannt einen Tag investieren, um alles zu sortieren, ne? Wird mich schon nicht umbringen, die kleine Arbeit. So, Loot All. Wie die Verwirrte durch die Gegend laufen. Wie spät ist das denn? 17 Uhr schon. Ach du Scheiße. Und wir wollten noch ein bisschen was bauen, nicht wahr? Das werden wir doch gleich tun. So eine Krüppelstange behalte ich mal, ne? Am besten die zwei kaputten. Das ist die perfekte Idee. Komm hier so. Das Eisen behalten wir. Hatten wir nicht mehr Eisen? Oder hat sich das jetzt gesteckt? Ich glaube, die waren auf 12 vorher, oder? Irgendwie so ähnlich. So. Die Säge behalten wir, die stopfen wir einfach mal da rein und machen daraus Eisen. Ganz easy. Nehmen uns die anderen Sägen daher. Ich glaube, eine Säge sollte ich behalten. Aber ich habe bestimmt noch mehr Sägen. Hoffe ich mal. Ich brauche nicht mal eine Säge, ganz ehrlich. Null. Okay, mal gucken, ob da irgendwas bei rauskommt. 20 Minuten. Da steht null überall, aber ich hoffe einfach mal, dass es rumbackt und es mir eingibt. Das wäre der Lifehack, Freunde. Der Lifehack. So, okay. Das heißt, ja gut, das werden wir heute nicht mehr erleben. Obwohl. Ey. Das sind keine Echtzeiten, das sind keine echten Minuten. Also Spielminuten. Oh. Oh. Okay. Wir wollten eine Spitzhacke machen, dafür brauchen wir Wood. Mir wurde geschrieben, ich weiß nicht mehr von wem, wisst ihr was? Ich schau nach. Also für diejenigen, die mir wertvolle Tipps geben, für die verbrauche ich gerne. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, jemand kommt gerade in mein Zimmer. Ich habe nämlich gerade auf OBS geguckt. Und ich dachte, Regie ist nicht zu Hause. Scheiße, wer ist denn hier in meinem Aufnahmezimmer? Ah, dann war das so die Trolle aus dem Spiel. Oh, ich nenne die Folge Besuch von hinten. Oh, oh Mann. Der Tipp kam. Übrigens, in der letzten Folge habe ich jemanden mit einem Messer gekillt und dadurch ist mir eine Wunde aufgeplatzt. Und dafür danke Jürgen L. für die Info, dass du mir das gesagt hast. Und Uranus, der 13., du hast es auch gesagt. Zudem hast du gesagt, dass die Spitzhacke in der Mine verwendet werden kann. Ich weiß nicht, wo diese Mine ist oder ob ich mir eine bauen kann. Das werden wir erfahren. Oder mir wird es gesagt. Ich weiß es nicht. Das ist, was als erstes passiert. Also es kann gut sein, dass ich heute ein bisschen mehr aufnehme und dann plötzlich weiß ich es von alleine. Aber ihr könnt es gerne ein bisschen schreiben. Also schreiben tut nicht weh, es sei denn, euer Finger ist gebrochen, dann solltet ihr es vielleicht lassen. Aber schreiben tut sonst nicht weh. Oh, ich hätte es Kollegen machen lassen sollen. Ah, ich denke nie dran. Ich denke mir immer, selbst ist der Mann. Ich habe selber gesunde Hände. Ich mache das selber. Und dann hänge ich hier 1,5 Stunden. So, wir haben eine Spitzhacke. Wir müssen eine Mine finden.
Wir müssen eine Mine finden. Ah, cool. Mir fehlt ja ein Messer. Na gut. So viel dazu. Schon gedacht, da steht irgendjemand. Ich kriege hier Paranoia in diesem Spiel. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gucken mal. Was bauen wir als nächstes? Die Sawmaschine haben wir gemacht. Die Sawmaschine. Ah, stimmt, da muss ich mal kurz reingucken. Oh. Der Job wurde offensichtlich erfolgreich erledigt. Hier, bitteschön. Okay, cool. Das funktioniert schon mal. Da sind Sägespäne überall. Finde ich cool. Okay. Das hat schon mal gut funktioniert. Wir gucken weiter. Generator. Auch mein Generator. Wollen wir jetzt schon Licht machen? Mein rein theoretisch kann ich den Generator. Ja, gut, vielleicht nicht in die Ecke packen. Hier liegt noch so viel Stuff. Der Generator kann hier dazwischen stehen, ne? Der stört er, glaube ich, nicht. Komm, wir bauen den Generator. Wir wollen ja alles bauen und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, es ist dunkel. Ich gehe mal schlafen. Zumindest glaube ich, dass es dunkel ist. Und Lord Huntington meint, hier kommen keine Zombies. So, wir haben vor einigen Folgen Zombies hier gehabt. Könnte aber auch daran liegen, dass es der letzte Patch war. Und es jetzt hier nicht mehr um Zombies geht, sondern nur um Menschen. Man weiß es nicht. So, ich brauche auf jeden Fall. Das habe ich nicht gemacht. Auf jeden Fall Metal Scraps und Komponenten ohne Ende. Ja, gucken wir mal, ne? Habe ich noch ohne Ende Komponenten? 16, 24, so. Und dann brauchen wir Zahnrädchen. Zahnrädchen. Wie viele? Ich merke mir das nie. Ich sollte mir sowas mal merken. Sechse Stück. Okay. Ich glaube, ich habe welche auf den Boden geworfen, aber weißt du was? Sechs. Oh, ich habe. Oh. Mein Gott, ich habe selbst gebaut. Okay, ich sehe tatsächlich keine Zombies. Scott, bitte, mach du weiter für mich. Ich gehe schlafen. Okay, ja, sucht euch ein Zimmer. Verstecken die sich hinter der Tür und machen da erstmal rum. Was ist denn los? Oh Mann. Oh Gott, Kanzel, Kanzel! Verdammt. Ja gut, ich bin fast verhungert. Geil. Ich freue mich. Verhungern macht Spaß. So. Das gibt, stellt mehr Durst her als Hunger. Warum nicht? Ich meine, ich muss mein Zeug mal auch verbrauchen, ne? Bevor es dann richtig zu Survival geht. Kann ich mal mehr Survival aussprechen. Gott, bin ich armselig. So, wir wollten, genau. Hast du gearbeitet für uns? Faule Socke, ey, wo bist denn du? Ey, Herbert, oder wie du auch immer heißt. Herbert. Herbert. Sollst du arbeiten gehen? Was ist denn los mit dir? Alter, nein. Das tust du mir jetzt nicht an, oder? Gut. Wir haben nur noch eine Person zu Hause. Los, Kate. Du machst es schon. Du wirst es jetzt reißen, währenddessen sich die anderen verstecken. Ihr seid wahre Helden. Ihr seid wahre Helden. Ja, guck du nur auf den Boden. Geil. Ich glaube, das liegt daran, dass, wenn sie hier oben sind und eine Aufgabe bekommen, stellen sie sich da in die Ecke und sagen sich: Nö, ich gehe die Treppe nicht runter. Ich könnte runterfallen und mir ein Bein brechen. Keine Ahnung, was die haben. Fakt ist, uns gehen die Materialien aus und wir müssten eigentlich Scrap-Metall sammeln, ne? Halt, Moment, es wird ja noch benutzt. So, beeil dich, Troller.
Ja. Weißt du, was wir machen? Wir müssen Scrap Metal sammeln. Wir wissen, wo wir eine Tonne herbekommen. Wieso tue ich das alles immer in Inventar? Soll raus. Wir werden jetzt nämlich losziehen und in die Stadt, die wir schon kennen. Ach, was mache ich denn da? Und Entwickler, bitte. Shortcuts. Please. Ich werde hier noch wahnsinnig. Okay. Bogen hinwerfen. Dann werde ich nach dieser Folge nicht sortieren. Ich weiß, ich habe wieder nicht mein Wort gehalten. Was machst du denn da? Du sollst du denn gehen? So, ich habe wieder nicht mein Wort gehalten. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht nach dieser Folge sauber machen. Denn nach dieser Folge bin ich leider unterwegs. Also nicht ich persönlich. Ich bin zu faul, um mich zu bewegen. Ne? Ich bin Let's Player. Die bewegen sich nicht viel. Außer zum PC und zum Bett. Ausnahmsweise auch mal vielleicht zur Toilette, falls sie nicht auf der Toilette Let's Playen. Nein, wir bewegen uns jetzt im Spiel zu einem Ort, wo wir ganz viel Scrap Metal bekommen. Weil mir geht das Zeug nämlich aus. Und deswegen werden wir erstmal die Straße suchen. Bist du Wasser oder eine Straße? Ich glaube, du bist Wasser. Ich bin falsch gefahren. Verdammt. Wir werden nämlich in die einsame Stadt zurückkehren. Und dort werden wir eine Tonne Scrap Metal mitnehmen. Nur Scrap Metal. Den Rest werfen wir weg. Ja gut. Vielleicht werden wir die tollen Sachen behalten. Aber ihr wisst, was ich jetzt vorhabe. Ja, also, ja. Wir brauchen so viel, dass wir ohne Ende Eisen haben. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Biene suchen. Nicht erschrecken, ich werde gleich abgeschossen. 100 Pro. Die sind dann wieder zurück, die verarschen mich, die Jungs. Okay. Ich habe gelogen. Waren keine 100%. Waren 99%. Aber naja. Und bitte, bitte, lieber Kommentarschreiber, der gerade schon seine Finger auf den Kommentaren hat. Du bist neu. Schreib mir nicht, wo die Mine ist. Das will ich selbst herausfinden. Hallo? Nette Siedlung. Du bist doch neu, oder? Das Holz lassen wir mal liegen. Davon haben wir mehr als genug. Und nimm lieber die Axt mit. Scrap Metal, Scrap Metal. Wir sind reich, Jungs. Reich. Reicher Metall. Ja, finde ich gut, dass die Entwickler immer mehr machen. Somit werden wir auch immer reicher. Hier hängt doch bestimmt irgendwo wieder irgendeine Type rum, die gerettet werden möchte. Ein Nähkästchen. Die Flaschen, ich will die Flaschen gar nicht mehr. Ich meine, ich kann da Alkohol reinfüllen und. Oh, ein Bad! Alkohol reinfüllen und so, aber. Ich denke, wir haben erstmal genug Flaschen gesammelt. Und insofern hier nicht demnächst ein Lidl oder Aldi eröffnet, brauchen wir auch nicht mehr Flaschen. Ich meine, wo willst du den Pfand hinbringen, wenn hier kein Laden ist, hä? Trinken habe ich eh nicht dabei, Dankeschön. Oh, hier hat jemand schon geplündert. Und das Trinken liegen lassen. Oder reingespuckt. Das wäre natürlich eine fiese Nummer. Stell dir vor, ihr müsst überleben. Findet irgendwo Wasser. Weißt du, sammelt es auf und irgendwo im Haus steht dann, nachdem du getrunken hast, ich habe in die Wasserflasche gespuckt. Ich meine, in dem Fall wäre es dir höchstwahrscheinlich egal, weil du da nicht, weil du da nicht verdurstet bist. Aber es ist doch bestimmt schon ein bisschen eklig. Und stell dir vor, der hat irgendwie Herpes oder so und dann. Hast du den Salat? Beziehungsweise die Herpes. Ah, sehr schön. Oh ja, gib mir das Zeug, ey. Empty Bottle brauche ich nicht. Den Scheiß brauche ich.
Hier haben wir noch ein Haus, das habe ich übersehen. Hier ist noch eine verdammt kahle Ecke. Na gut, dann müssen wir wenigstens nicht in die verlassene Stadt. Wobei diese auch ziemlich verlassen aussieht. Ich höre ja nicht mehr Zombies hier. Ich will dieses dreckige Holz nicht mitnehmen. Kann ein anderer Spieler mitnehmen. Wenn es die andere geben würde. Ja, Zucker. Ich weiß ja nicht. Komm. Hier, Hundefutter. Nehme ich immer mit. Stimmt, so Tiere fehlen hier noch. So ein kleines Hündchen, was man irgendwie adoptieren kann. Ja gut, adoptieren, nicht klauen. Klauen ist besser gesagt, ja. Von irgendwelchen Leuten, die Hunde klauen und dressieren, ihre Herrchen zu beißen, wenn sie zurückkommen. Okay, dieser Raum erfüllt sehr wenig Zweck. Aber gut, wieso nicht? Einfach eine Einbahnstraße in der Wohnung haben. Da weiß man ganz genau, wo man hingehört. In die stille Ecke. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an diese Stelle erinnern. Aber hier ist auch Wasser. Ob es hier irgendwo auch ein Häuschen gibt, wo man sich niederlassen kann? In dem Haus waren wir bereits. Wir gehen aber mal hier rein. Sollte das gruselig sein? Wenn ja, habt ihr euer Ziel erreicht. Alle Zombies. Okay, die sind auf jeden Fall zu zweit. Und insofern sie mir jetzt nicht entgegenkommen, ist alles gut. So eine Garage will ich. Genau so eine Garage. Sowieso, weißt du, irgendwo in Valhalla steht ein kaputtes Haus mit einer richtig schönen Garage. Und ich habe ein richtig schniekes Haus im Wald. Und die Garage sieht aus wie Scheiße. Hey Zombie, komm mal raus. Aber ist das jetzt euer Ernst? Ich soll den nicht getroffen haben. Du willst mir sagen, der Typ, das Zombie-Viech war so nah dran, dass er mich schlagen konnte, aber ich war so weit weg, dass ich ihn nicht schlagen konnte? Spiel, willst du mir das damit sagen? Hm? Komme wieder. Erstmal muss die Orientierung fassen. Aber dann komme ich wieder. Okay, wir müssen in die Richtung. Aber Freunde, das erst morgen in der Folge. Wir haben heute eine Menge Spaß gehabt mit irgendwelchen Leuten, die nicht wirklich da waren. Mit einem neuen verbackten Typen. Und wie das ausgeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. So eine Scheiße.